Hey, hallo Leute und herzlich willkommen zur Bonusfolge oder Extrafolge oder wie auch immer man es nennen will von Haus der tausend Türen, Familiengeheimnisse, die Sammleredition. Yay! Ja, wir spielen mal das Bonuskapitel, würde ich sagen. Ich habe jetzt, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung. Nee, wir spielen das Bonuskapitel. Ein neuer Geist. Oh, Megan Fox, oder wie sie hieß. Hi. Dear child, it's so good to see you again. Another poor soul needs your help. The ghost of Tom Richardson, a brave lover, is trapped inside the Bell House. We are unable to help him, so this heavy task falls on your shoulders. Ja, klar. I'm sorry, but I must go. I hope we meet again. Okay, aber wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt eigentlich aufgetaucht? Das ist ja jetzt noch am alten Standort. Das heißt, wann genau spielt denn das jetzt? Okay, wir haben hier sogar so ein extra neues Buch. Okay, interessant. Maggie Fox. Okay, ich wollte zur letzten Folge eigentlich noch was sagen. Das habe ich bestimmt auch in die Videobeschreibung geschrieben. Aber was ich noch bei meinem Fazit vergessen hatte, was ich ziemlich cool fand an dem Spiel, es war vielleicht einfach von den Wimmelbildern her, aber was ich sehr cool fand, war halt immer diese Interaktion, dass man immer ein Objekt gebraucht hat, um mit einem anderen Objekt zu interagieren und so weiter. Dass man so auch ein neues Objekt damit finden konnte erst oder halt erschaffen musste sozusagen erst, damit man es finden konnte. Das fand ich ziemlich cool. So, dann habe ich das jetzt auch mal. Das war echt ein guter Pluspunkt bei dem Spiel, dass ich das auch so durchgezogen hat. Das war sehr gut. So, also Maggie Fox. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Großmutter wieder treffen würde und dass sie meine Hilfe brauchen würde. Und das ist genau das, was passiert ist. Sie hat mich gebeten, dem Geist eines Mannes namens Tom Richardson zu helfen. Ich frage mich, was seine Geschichte ist. Wir haben sogar schon die Karte. Wir haben so eine Extra-Karte sogar jetzt. Okay, das dauert also doch wahrscheinlich länger, diese ganze Extra-Geschichte, dieses Extra-Kapitel. Eingang, Haupthalle, im zweiten Stock gibt's was, Jungenzimmer, Mädchenzimmer. Das hier ist alles so ein anderes Haus dann noch oder so. Cool. Ja, da bin ich ja echt gespannt, wie das hier wird. Dann haben wir ja noch ziemlich viel zu tun hier. Ach, wir können jetzt hier hinten rein. Können wir da auch rein? Okay, hier haben wir das sogar noch offen und alles. Alles wie gehabt. Nee, Moment, wo war jetzt hier was? Tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder dauernd auf die Karte gucken muss. Im zweiten Stock war was. Dann reisen wir direkt mal da so hin. Oh. Oh. Aha. Okay. Ja, dann kommen wir hier direkt mal richtig schön ins Geschehen rein. Was ist das hier? Ist da etwas versteckt worden? Ich sollte den Boden aufbrechen und es herausfinden. Ja, aber wir haben nichts da. Okay. Dann fangen wir mal an, was wir hier so alles finden. Moment mal ganz kurz. So. Meine Uhrzeit schon wieder vergessen. Hier hinten dran. Dann ist eh so cool. Ich kann eigentlich den Timer genau nebendran stellen. Dann muss ich nicht ständig auf irgendeine Uhr achten oder sowas. Haha, voll gut. Ja, was haben wir hier? Ein Vorschlaghammer. Ölkännchen, Sparschwein. Das haben wir hier auf jeden Fall. Staubwedel. Wo hatten wir denn Staubwedel? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Das ist ein Staubwedel. Ah ja, stimmt. Ein Ölkännchen. Ein Seil, Bügeleisen, Porträt, Spielkarte, die war hier hinter. Die hatten wir aber schon mal gesucht, kann das sein? Also werden hier auch ein paar alte Sachen wieder gesucht anscheinend. Ein Ei. Ein Umschlag. Der Umschlag war aber hier drin, deswegen finde ich es immer so komisch. Manchmal werden Sachen schwarz angezeigt, die man noch gar nicht richtig gesehen hat. Egal, der Umschlag. So, was war hier noch? Ein Seil.
Feuerzeug? Nee. Was ist das da? Weiß ich nicht. Okay. Was ist das hier? Wo sind die Flügel des Ventilators? Ach so, ja. Stimmt, ach, das ist so ein kleiner Ventilator. Ja gut, okay. Eine Fliege, die habe ich doch gerade eben gesehen. Die war hier drauf. Da ist der Vorschlaghammer. Die ganze Zeit gar nicht richtig registriert. Da ist die Krone. Da ist das Auge. Das Bügeleisen war hier doch auch irgendwo. Wo war das denn? Das da. Porträt. Ein Ei und ein Zirkel. Komm schon, das werden wir doch jetzt schnell irgendwie finden. Was haben wir denn hier drin? Haben wir hier auch noch irgendwas drin? Nee. Achso, das Ei war ja das da. Stimmt, da war was. War das auch das Porträt? Ja, genau. Aber stimmt, das ist jetzt wirklich kurios. Hier sind manche Sachen schwarz, obwohl ich da zum Beispiel jetzt noch gar nicht reingeguckt habe. Da immer den Zirkel. Das ist komisch, finde ich. Das verwirrt mich so ein bisschen. So, bekommen wir auch was im Vorschlaghammer. Ah, cool. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass es direkt hier so ist. Warum leckt hier gerade die Maus so ein bisschen, wenn ich hier... Hm, keine Ahnung. Gut, dann können wir hier direkt das benutzen, was wir hier gefunden haben. Dann machen wir einfach mal so ein paar Mal drauf. Was ist das jetzt? Puzzleteile. Oh. Okay. Oh. Was ist hier los? Da ist etwas in dem Ballon. Ich würde gerne nachsehen, was es ist. Ja, aber mit den Puzzleteilen kommen wir hier leider nicht weit. Schade. Okay, jetzt haben wir im Mädchenzimmer was. Oh. Eine Geige. Meine Finger passen nicht durch das Loch. Ich muss etwas anderes probieren. Puzzleteile werden uns da leider nicht helfen. Ist hier jetzt abgedeckt? Der Vogel schläft wohl. Ich werde ihn nicht stören. Alles klar. Ja, hier ist jetzt alles wieder ganz neu gemacht. So, das ist cool. Die Tür zu dem ausgebrannten Zimmer ist verschlossen. Mein Abenteuer endet wohl hier. Ja, klar. Das wäre jetzt zu einfach. Hier haben wir doch die Puppe. Was für ein gruseliges Spielzeug. Die Knöpfe sind schwarz und der Körper hat eine bläuliche Farbe, wie ein toter Körper. Ja, jetzt finden wir hier also... Gibt es hier jetzt auch wieder Expertenobjekte? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, aber es ist echt interessant, wie das jetzt hier weitergeht und auch an das Alte anknüpft, sag ich mal. Ich habe früher ziemlich gut Klavier gespielt, aber heute habe ich keine Zeit mehr dazu. Oh, schade. Gut, dann können wir hier schon mal die Puzzleteile einsetzen. Zeig mal her, was gibt denn das am Ende? Ah, der Vogel, der rote Vogel ist das. Das ist ja schön. Setze das Bild zusammen, indem du die einzelnen Teile austauschst. Klicke nacheinander auf Tabu. Ja, okay. Okay, das stimmt schon mal. Das ist sehr gut. Oder? Nee. Ich dachte kurz. Okay, machen wir hier mal den Vogel. Ja, ist auch schön, dass das jetzt so aufgegriffen wird, dass dieser Vogel hier jetzt halt auch so ist. Oben. Okay, das ist der Schwanz und die Schwanzfedern. Ah doch, das ist jetzt schwarz geworden. Das ist jetzt schwarz geworden, okay. Das ist ja sehr gut. Dann stimmt es vielleicht noch nicht ganz. Aber jetzt ist es doch schwarz. Nee, das ist nicht schwarz geworden. Ich bin gerade verwirrt. Es wird nicht schwarz, wenn es stimmt. Das kam mir so vor. Der Mond vielleicht im Eck. Doch, das wird schwarz. Hä, warum wird es manchmal schwarz und manchmal nicht? Doch, das wird schwarz, wenn es richtig ist. Ach. Und man kann es auch nicht mehr anklicken. Okay. Dann müssen wir den vielleicht nochmal höher stellen. Ja, okay, alles klar. Okay. Dann mal die Kralle.
Okay, wir haben noch den Mond, den Rest vom Mond. Nee, Moment. So, vielleicht, nee, hier. Okay. Ist auch woanders. Wo haben wir denn jetzt noch so einen ganz kleinen Teil von dem Vogel? Im Eck. Hier, ganz doch hier. Okay. Alles klar. Dann kommt ihr vielleicht hier hin. Okay. Dahin. Dahin. Vielleicht? Nee, auch nicht. Hä? Das kommt da oben hin auf jeden Fall. Okay. Okay, wird doch immer besser. So, jetzt haben wir es. Oh, man hört den Vogel sogar. Wie das Auge geleuchtet hat, fand ich gerade schön. So, was haben wir jetzt hier drin? Oh, was ist das denn? Ein Schlüssel. Okay. Was ist das da hinten? Dazu sagt sie gar nichts. Okay, wofür haben wir jetzt diesen Schlüssel? Da können wir nicht rein anscheinend. Ah, jetzt haben wir hier also wieder diese Türen, die auch wieder weggehen. Hier noch irgendwas? Oh, Sammys Zimmer. Die mit der Musikuhr. Was war da jetzt? Da hat man ganz kurz schon was gesehen. Ich wette, das ist ein geheimes Versteck. Ich brauche einen Schraubenzieher, sodass ich den Sitz entfernen kann. Da hat man ganz kurz schon was gesehen. Das fand ich gerade lustig. Aber anscheinend haben wir keine Expertenobjekte, ne? Oder habe ich die nur noch nicht gesehen? Kann natürlich auch sein. Jetzt haben wir hier so eine Armbrust. Das ist eine alte Armbrust. Der Pfeil fehlt allerdings. Ja, umso besser. Da geht es einfach so auf. Ah, dann können wir mit der Armbrust wahrscheinlich den Luftballon kaputt schießen. Okay. Es gibt aber scheinbar wirklich keine Expertenobjekte. Komm, lassen wir die einfach mal verschwinden beide. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Okay. Und hier konnten wir auch hin. Ah, da haben wir hier schon den Schlüssel dafür. Benötigt einen speziellen Schlüssel. Ist aber auch cool, jetzt, dass man kurz nochmal in die Villa zurück musste, sozusagen, um jetzt hier weiterzukommen. Oh, wir kommen jetzt auch wirklich direkt zu so einem Portal. Das ist interessant. Cool. Das Haus der Fox-Schwestern. Oh, das ist das Haus, in dem meine Oma und ihre Schwestern gelebt haben. Als ich ein kleines Mädchen war, habe ich nicht verstanden, was das Haus war. Und die Schatten in den Zimmern und Gängen machten mir Angst. Okay, mysteriöse Schatten hier. Interessant, was wir jetzt hier alles wieder haben. Hier haben wir so eine Münze, eine Goldmünze. Da haben wir eine Kiste. Oh je. Okay. Einige der Münzen sind nicht da, wo sie hingehören. Müssen wir erstmal Münzen sammeln wahrscheinlich. Ganz gut so, weil ich habe noch keine Lust auf so eine Art von Rätsel. Stopp, ich wollte noch nicht dahin. Hier wollte ich noch reinschauen zum Beispiel. Die Erde sieht locker aus. Vielleicht hat dort jemand etwas vergraben. Ja, das kann sein. Hier haben wir den Briefkasten. Ich brauche den Schlüssel. Okay. Löwe. Also haben meine Oma und ihre Schwester dann... Ah, jetzt habe ich gerade was gesehen. Also haben meine Oma und ihre Schwestern ein Haus mit einem Pavillon und der Statue eines Löwen gekauft.
Der Löwe sieht aus, als hätte er schon bessere Tage gesehen. Ja, naja, sieht aber noch ganz gut aus. Er hat sich gut gehalten, würde ich mal so sagen. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, oh, wie die alle so rote Augen haben, so rot glühende Augen. Aber ich habe gesehen, dass er hier so ein Porträt, gibt es ja also auch so ein Porträtzimmer oder sowas. Der Rabe hält das in seinem Schnabel. Vielleicht kann ich das ihm abnehmen. Wir haben ja nur die Münze bisher. Da haben wir ja nichts, was wir da ihm geben können. So, hier habe ich aber noch gesehen, da gibt es noch Streichhölzer. In der Zeitung. Spiritismus. Gabe oder Betrug? Die Nachricht, dass die Fox-Schwestern während einer Seance Archimedes kontaktiert haben, hat die Welt erschüttert. Die Damen waren nach ihrem Ausflug in die Unterwelt zu müde, um uns ein Interview zu geben. Deswegen war unser Reporter im Gespräch mit Amanda Morris. Ah, Amanda hieß sie, genau, Amanda Morris. Einer jungen Frau, einer jungen Freundin der berühmten Hellseherin. Ah, das ist echt interessant. Dass jetzt Amanda auch wieder hier mit auftaucht. Das ist doch, glaube ich, dieselbe Amanda, oder? Ich weiß es nicht. Spiritismus. Meine Oma und ihre Schwestern waren talentierte Medien, die den Neid einiger Leute erweckt hatten. Auch wenn die Fox-Schwestern gutherzige Menschen waren, die nur anderen helfen wollten, verjagten sie die Neider. Wie so oft übertönte das Geschrei der Mittelmäßigen die wenigen Stimmen, die die Gabe der Schwestern lobten. Ja, kennt man ja, oder? Meine Oma und ihre Schwestern starben allein und vergessen. Ihre einzige Freundin war Amanda, Amanda Lancaster, die jetzt im Haus der tausend Türen lebt. Ich muss mit ihr reden. Okay, dann ist die also auch da wieder. Okay, machen wir mal das Wimmelbild hier noch. Boah, ist hier viel los. Hier ist jetzt echt viel los. Oh, man hört den Regen tropfen auf das Dach trommeln. Das Regen tropfen auf das Dach trommeln. So rum. So. Sehr gut. Okay. Wir haben jetzt noch so 5 Minuten oder so, bis wir die Folge beenden. Dann machen wir das schnell. Eine Bürste. Können wir ja mal suchen. Ja, jetzt wird es auch so ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl, weil hier so viel Zeug rumliegt, aber... Naja. Ah, da ist die Bürste. Eine Krawatte. Krawatte. Nee, ich weiß nicht, ich sehe gerade die Krawatte gar nicht. Was haben wir noch? Eine Musiknote, Gürtel, Zahnrad, Spielkarten. Das ist Zahnrad, Spielkarten... Hier, Eichel, ein Messer, ein Tannenzapfen, da bin ich schon drauf, ein Schleuder, mit der Puppe stimmt anscheinend was nicht, weil das dachte ich mir nämlich gerade, weil die Puppe gesucht ist, aber sie ist schwarz. Der Puppe fehlt ein Arm, ich sollte ihn finden und wieder anbringen. Hier liegt also irgendwo so ein Arm rum von der Puppe. Feder. Da ist der Gürtel. Was ist hier denn? Die Fischgräte. Was haben wir denn hier drin? Schauen wir mal da. Selbst hier ist total viel Zeug. Das finde ich gerade lustig. Hier mal die Eiche. Musiknote. Da haben wir die Musiknote. Eine Schleuder haben wir auch. Ein Pilz. Das könnt ihr auch rumliegen. Aber liegt da nicht. Okay. Warte, ein Beil, eine Krawatte, ein Schmetterling. Pfeil. Hier wollte auch wieder ganz viel Rot, oder? Von Rot zu Schwarz. Na, vielleicht auch nicht. Ich suche immer noch die Krawatte. Wo ist denn hier eine Krawatte? Kann doch nicht sein, dass ich hier keine Krawatte finde. Nur so ein Handschuh. Können wir noch irgendwo reinschauen vielleicht? Ah, da ist die Krawatte. Oh, okay. Ich darf gerade irgendwas in die Hand nehmen. Nee, hab ich nur eingebildet. Aber ich finde aber auch diesen... Ach so. Toll, der Arm liegt direkt daneben. Oh Mann.
Ach so, jetzt muss ich den Arm annähen. Ja, da haben wir hier Nadel und Faden. So. Nee, ich habe das gar nicht gesehen, dass die direkt daneben lag. War ja jetzt nicht schwer, oder? Moment mal kurz. So, ein Messer. Das ist ein Messer. Ja. Ein Beil fehlt da noch. Das ist ja nur so ein Winkelmesser. Winkeldings. Ah, da ist der Pilz. Den hab ich jetzt auch ein bisschen wieder ausgeblendet. Vor lauter Apfel und so weiter. ein Schmetterling. Den haben wir hier sitzen. Den habe ich auch irgendwie... So, wo ist jetzt ein Pfeil? Der steckt bestimmt wieder irgendwo in der Wand drin oder so. Oder ist es wieder so ein Richtungspfeil, sag ich mal. Ach ja, da eben. So ein Richtungspfeil, wie gesagt. Ja, da habe ich wieder nach einem falschen Begriff gesucht. Das ist halt auch ein bisschen tricky, dass manche Begriffe eben auch zwei Bedeutungen haben. Mir fehlt jetzt auch ein Beil. Das kann doch jetzt auch nicht so schwer. Ach, das da. Genau, okay. So. Das war schon mal sehr gut als erstes Bild, finde ich. Und wir bekommen die Schleuder. Ah, weiß ich schon genau, was wir damit machen können. Und zwar doch nicht. Ach so, ja eben, wir brauchen wahrscheinlich sowieso auch noch einen Stein oder irgendwas dazu, damit wir das auch abtreffen können dann. Also den Luftballon zum Beispiel können wir damit ja kaputt machen bestimmt. Was haben wir hier? Was ist das denn? Eine Scheibe. Das sieht wieder genau aus wie dieses, wie so ein Teil von diesem Drachen-Ding. Noch etwas, damit ich das Kabel zerschneiden kann. Na gut, habe ich leider nicht, ne? Nee. Okay, hier haben wir noch eine Münze. Eine Silbermünze diesmal. Ich dachte gerade, da wäre irgendwas, aber... Was haben wir hier? Oh, unsere Omi. Was muss man hier machen? Es fehlen scheinbar zwei Porträts. Ah ja, das sind dann wahrscheinlich ihre Schwestern oder so, die wir finden müssen. Stricknadeln haben wir hier auch. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Ja, wir haben echt keine Expertenobjekte hier mehr in den Bonuskapiteln anscheinend. Dann nehmen wir noch einen Besen mit. Dann können wir noch hier runterschauen. Noch so eine Münze. Irgendwas ist zwischen den Stufen eingeklemmt. Ich muss das kaputte Brett entfernen, um zu sehen, was es ist. Jetzt haben wir schon ganz schön viel Stuff hier eingesammelt schon wieder. Viel Zeug. Ich kann jetzt aber nicht die Stricknadeln irgendwie benutzen. Nee. Oder den Besen. Nee, das geht nicht. Ja, gut. Weiß ich nicht, da kommen wir da erst später dazu. Was haben wir hier denn noch für eine Vorrichtung? Oh. Die Mondphasen hier so ein bisschen. So ein süßes Auge und so ein Hexagon. Oder so. Ein Teil des Puddles fehlt. Ich muss es finden. Suchen wir jetzt auch noch so ein Auge irgendwie. Ja, interessant. Das ist echt richtig interessant, was hier alles so abgeht wieder. Diese Bonuskapitel. Also, da brauchen wir auf jeden Fall extra Folgen und keine extra Folge. Brauchen da wirklich mehrere. Gab es hier eigentlich noch irgendwas Interessantes? Ansonsten, außer diesem Portal. Irgendwie nicht, ne? Schade. Oder hier noch irgendwie. Ich glaube nicht. Nee, gab's nix. Wir haben wirklich nur noch diese Tür. Diese Türen hier am Anfang. Okay, so, was war jetzt hier? Nee, hier können wir ja auch noch nichts machen. Könnten wir jetzt schon irgendwas mit der Schleuder machen? Bei uns fehlt ja was. Oder irgendwie... Diesen Gegenstand kann ich hier nicht verwenden. Ja, doch, eigentlich schon. Du bräuchtest nur noch was... Was du schießen kannst, Kate. Okay. Wo könnte es denn jetzt weitergehen? Ja, keine Ahnung. Ich schau mal kurz, wo wir hier weiter könnten. Im Mädchenzimmer war ich da nicht drin gerade. Nee, war ich nicht. Aber was gibt's denn jetzt hier? Können wir jetzt...
Ach so, die Stricknadeln für... Da, okay. Ja, nehmen wir einfach mal raus. Und das Auge, okay. Gut, dann haben wir schon mal das Auge für das Rätsel. Da gehen wir nochmal schnell dahin. Einfach mal jetzt so, weil ich gerade... Nicht für jeden Scheiß, sag ich jetzt mal doch, ja. diese Buchfunktion, Teleportation benutzen möchte. Setzen wir das mal ein. Und dann schauen wir uns... Wow, wie das jetzt geblinzelt hat. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge... Ach, es blinzelt jetzt die ganze Zeit. Ja, toll. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge, in der nächsten extra Bonus-supermäßigen Special-Folge... ja, so heißt das. Schauen wir uns doch mal an, ob wir dieses Mondphasen-Rätsel hier irgendwie lösen können. Ja, ich entschuldige mich, dass die Folge jetzt so relativ lang ging. Aber, naja... Ja, also, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Bis dann, eure Shadowkeeper Wolf.